Ja, ja, die Zeit, die Zeit. Das ist halt der lange Schneider gesehen. Der in der Werkstatt der Ewigkeit alles zum Ändern kriegt. Manchmal geht die Arbeit geschwind, manchmal geht es langsam, aber fertig wird's, da nutzt er mir gar nichts. Geändert wird alles. Wenn der Mensch dasteht mit 17 Schulden im Leib, unzähligen Wissenschaften im kleinen Finger, 5 lebendigen Sprachen im Mund, kann er mit einiger Zuversicht erwarten, dass ihm das Schicksal ein sauberes Stück Existenz auf einem Teller entgegentragt. Das ist keine Kunst. Ne? Wenn man aber nichts gelernt und nirgends gut getan hat, wenn man dabei eine spezielle Abneigung gegen die Arbeit und einen Universalhang zur Gaudee in sich tragt und dennoch die Idee nicht aufgibt, ein verflixter Kerl zu werden, da darin liegt was Grandioses. No, wenn man das Notwendigste auf Borg nimmt und die Luxusgegenstände schuldig bleibt, da kann man mit wenigem leben. Oh, aber dabei immer allegro, immer fidel. Na, wer kein Kammerdiener hat, kauft seinen Stiefelknecht um 6 Groschen. Glaubt kein Mensch, was der Mensch alles braucht, bis er halbwegs am Menschen gleich sieht. 5 Kinder und ein schlechter Verdienst, das ist eine Liederlichkeit, die manche Haushaltung derangiert. Aber dabei immer allegro, immer fidel. Armut, oh. Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Na, mir dürfte einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein, dafür nehmen wir es nicht. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man einmal recht mittendrin sitzt im Glück. Da geht alles. Da verliert das Malheur völlig die Courage gegen einen. Ich sag, wenn sich das Unglück über einen Millionär trauen will, ach, kommt mir gerade so vor, als wenn ein Binscher auf einen Elefanten bellt. Wenn die reichen Leute nicht wieder Reiche einladen täten, sondern arme Leute, dann hätten alle genug zum Essen. Aber arm oder reich, Schicksal findet bei einem jeden das Fleckerl, wo er kitzlig ist. Aber ja, allegro, immer fidel. Gibt keinen Menschen mit einem kurzen Fuß, der nicht auch einen längeren daneben hat.